hier noch ein bisschen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur Abendmeditation heute. Hallo, hallo. Die gerade schon in der Yoga Basics Stunde waren, die kennen das Thema jetzt schon. Ich habe mich heute sehr intensiv mit dem Thema Einfachheit auseinandergesetzt und lange über die Stunde nachgedacht, was ich da so reinbringe und so. Und erst relativ spät kam mir interessanterweise der Gedanke, dass die klassische Übung der Einfachheit, also auch die Einfachheit zu etablieren, auszuhalten und zu gestalten, die Meditation ist. Und deswegen lasst uns gar nicht so viel quatschen, sondern gerne direkt einsteigen, indem ihr euren Sitz selbstständig gut ausrichtet und es euch so möglichst einfach macht, länger zu sitzen, aber auch eure Wirbelsäule gut aufzurichten und euren Körper für Atem zu öffnen. Drei Dinge, die relativ einfach sind und an sich schon ziemlich komplex. Deswegen lasst euch etwas Zeit, um tatsächlich dort hineinzuspüren. Und es euch so möglichst einfach zu machen, jetzt zunächst einmal nur äußerlich zur Ruhe zu kommen. Schließt eure Augen. Und bringt euren Atem in den Ujjayi-Atem. Verengt sanft eure Stimmritze. Der Ujjayi-Atem erschwert in gewisser Hinsicht unseren Atem, indem er ihn etwas rauer macht, mehr Reibung erzeugt durch diese Verengung. Und gleichzeitig macht es uns der Ujjayi-Atem damit erheblich einfacher, unseren Atem wahrzunehmen, zu spüren, sogar zu hören. Und so vertief deinen Atem und vertief auch dein Bewusstsein für deinen Atem. Und auch unser Atem ist etwas verhältnismäßig Einfaches, das auch ganz gut im Autopiloten funktioniert, ganz ohne unsere Achtsamkeit. Aber wenn wir ihm unsere Achtsamkeit schenken, können wir in seiner Einfachheit eine ganze Welt entdecken. Und so widme auch du dich für ein paar Atemzüge dieser Welt deines Atems. Und in diesem Fokus und deiner Konzentration bring wieder mehr Weichheit und Einfachheit hinzu. Lass deine Haut los, die Stirn glatt werden. Lass auch dein Fokus wieder etwas weicher, etwas weiter werden.
Und dann machst du einen Ujjayi-Atem von vielleicht viel Intensität. Sanfter werden, bis du ihn nur noch ganz leise hören kannst. Noch sanfte Reibung besteht. Und so auch der Ujjayi-Atem für dich möglichst einfach wird. Und dann lass den Ujjayi-Atem langsam los. Und dann wende deinen inneren Blick von hier aus zurück in den Tag, der hinter dir liegt. Und lass ihn ganz sanft und weich immer tiefer herabsinken, bis zu den einfachen Dingen des heutigen Tages, die vielleicht im ersten Moment unmerklich deinem Fokus entwischen. Wie bist du heute Morgen aufgestanden? Was hast du zur Mittagszeit getan? Was war das Einfachste, an das du dich erinnerst? Bleib bei einem dieser Momente. Und dehne in diesem Moment dein Bewusstsein aus. Was war das für eine Tageszeit? Wie hast du dich gefühlt? Wenn du dich jetzt so in Ruhe zurückerinnerst, was hat dir daran gefallen? Was ist eine Qualität, die du im Nachgang identifizieren kannst?
Wir haben oft den Anspruch an uns, dass wir große Dinge vollbringen müssen, viel leisten. Dass dann die Dinge etwas wert sind, wenn sie schwierig waren, komplex, besonders herausfordernd. Und so übersehen wir oft die kleinen Dinge. Die Momente, die in ihrer Einfachheit besonders sein können. Öffne deinen Fokus wieder etwas weiter zu Dingen, Begegnungen, die dir Freude machen, die dein Herz erweitern. Und dann wechsel die Perspektive, mit welchen einfachen Gesten kannst du Freude schenken. Und in Anerkennung dieser Dinge, die Freude bereiten und Freude schenken, dehn langsam wieder deinen Atem aus. Schenk mit der Ausdehnung deines Atems, der Einfachheit, etwas Ausdehnung, Aufmerksamkeit, Fülle und Blüte.
wenn unser Leben einfacher wird, sei das manchmal einfach aus äußeren Bedingungen heraus, wenn wir uns mehr zurückziehen müssen, so wie in der aktuellen Zeit, dann neigt unser Monkey Mind dazu, zu denken, dass es damit auch freudlos wird, uninteressant. Aber er steckt in der Einfachheit, so wie in dem Erlebnis unseres Atems, Potenzial, Neues zu entdecken, Freude zu erfahren und vielleicht sogar zu wachsen. Bring deine Hände vor dein Herz. Atme vollständig aus und in Ruhe tief ein. Bleib aufrecht und verneig dich vor dir selbst. Ich verneige mich vor dir. Namaste. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Danke, dass du mitgemacht hast. Ui. 2 Minuten vor der Zeit tatsächlich. Hat so was. So. Danke für die beiden Sitzungen, sagt der Justus. Tschüss. Danke für einen unerwarteten Luhmann-Witz beim Yoga. Damit hätte er echt nicht gerechnet. Hat es Justus geschrieben? Ja.